So, willkommen zurück zu Erstes Online, dem Spiel, wo wir eine Gabe suchen, weil die Irrenpriester von Tenmar anscheinend, ist es ein Doppeltempel, anscheinend, offensichtlich Shirogorath anheimgefallen sind. Der wurde zwar noch nicht namentlich genannt, aber ich gehe mal stark davon aus. Weil wer soll es sonst gewesen sein? Hier ist übrigens ein Wegschrein, hier soll ich vielleicht mal entdecken. Dann komme ich hier bei Gelegenheit, was es auch nochmal gibt, vielleicht schneller hin. Ja, wie gesagt, aktuell suchen wir eine zweizinkige Gabe, die einen leichten Rindgeruch hat, was insofern schwierig ist, weil wir bis jetzt noch keinen Rind gesehen haben. Es ist also davon auszugehen, dass Rinderfleisch so an und für sich eine Delikatesse ist. Bestimmt. Vielleicht. Wissen wir nicht. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Zwischendurch haben wir noch darüber geredet, wie man am besten Leute blendet. Oh. Oder vielleicht Reisende, Händler, Bandari-Händler. Hä? Reisende Bandari-Händler haben Rindfleisch-Sachen dabei, aber wo sind die? Ginkgo. Wo ich eine Zutat für die Getränketasche, das wäre um so eine. Schädel. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ratte? Ist das Rattenfleisch? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Ort hier drapiert wurde, damit wir ihn finden. Die Gabel der Gänsehaut. Spätestens jetzt ist alles klar. Oh, die sieht ja episch aus. Eine zweizinkige Gabel ist eine Art gruden Eisen. Sie riecht leicht nach Roastbeef. Ich mir halt was. Es wird langsam Tag, zu meiner großen Freude. Eine lange Nacht, wahrlich. Die Totenschädel auf dem Tisch lassen mich vermuten, dass es kein nächtiges Lager ist. Ach verdammt, ich wollte gerade noch was erzählen über das Lager hier. Warte mal, ich will mal kurz dran gehen. Was mir das gerade auffällt, dieses Lager hat hier irgendwelche schweren Holztische. Tatsächlich ist, wenn du nur nachdenkst, früher gab es ja keine Bierbänke. Also, so klassisch, das kennt ja schon die klassische Bierbank. Gibt ja verschiedene Sachen von. Jeder Familie, die was auf sich hat, ein paar Bierbänke zur Auswahl. Auf jeden Fall, früher war es irgendwie schwierig, so leichte Möbel zu tragen, wenn du halt nicht einen gewissen Industriegrad erreicht hast. Ich habe so ein Buch von Bryson, wo er über Australien spricht. Das ist logisch, Pekingo, das lese ich auch. Bryson Buch über Australien. Und darin beschreibt er, dass es eine Expedition in Australien gab, die irgendwas erkunden wollte. Und die Idioten haben ernsthaft irgendwelche 200 Kilo schweren Sekretäre versucht, durch die Gegend zu tragen. Also wirklich so einen kompletten Schreibtisch, so viktorianisches Zeitalter, komplett verziert, übel schwer aus massiver Eiche. Wollten die durch den Wald tragen. Die sind nicht weit gekommen. Ja. Aber daran musste ich gerade denken, als ich die massiven Tische gesehen habe, die bei diesen, naja, eigentlich mobilen Lager standen, ne? Totenschädel sind super Trinkgefäße oder Kerzenhalter? Die Inka oder Azteken haben aus den Schädeln ihrer Toten Feine getrunken. Aber ich glaube, selbst die haben. Also das Ding aus den Schädeln an sich kannst du ja ziemlich kacke trinken, ne? Weil das ist halt irgendwie so schlecht. Also was du halt machen kannst, ist, du kannst den Schädel oben öffnen und kannst einen Becher reinstellen. Da ist der Totenschädel quasi nur das Dekorum ringsherum. Ja, was Neues? Ich habe übrigens eine Gabel. Drachen mit Gabel, den ja, Gabel. Wenn dieser noch länger mit Wahnsinnigen im Kreis diskutieren muss, wird er auch noch verrückt. Habt ihr irgendwelche anstößigen Gabeln am Lagerplatz gesehen? In der Tat. Buh, Khajiit kriegen allein schon vom Anfassen Gänsehaut im Nacken. Haduras fürchtet, dass die Dinge noch schlimmer stehen, als er dachte. Diese Gabe riecht nicht nur nach Rindfleisch, sondern auch nach dem Reich des Vergessens. Dessen heißt sie übrigens auch Gabel der Gänsehaut. Tja, ich habe sie schon mal gesehen, sie gehört Shirogorath. Ich habe die schon mal gesehen? Wann denn? Der Skoma-Kater. Er muss verantwortlich für die seltsamen Visionen unserer Mondbischöfin sein. Aber wie hat er seinen Wahnsinn auf die Mönche übertragen? Und ihr sagt, dass ihr ihn gesehen habt? In Fleisch und Blut? Naja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und behaupten, dass Shirogorath in der physischen Welt als Fleisch erscheinen kann. Eher so physisch, also so wie Geister halt physisch erscheinen. Ne? Ja, er sieht aus wie ein kleiner Elfik. Ein Alfik? Der Skoma-Kater sollte die Mondbande nicht überqueren können. Wenn er unter uns wandelt, dann müssen Jone und Jude wirklich aus der Bahn geraten sein. Wir müssen den Tempel überprüfen. Tja. Was? Sein von innen beleuchteter Schädel ist sexy? Du hast doch mal am Anfang gemeint, dass du früher aussiehst wie Arnie, ne?
Kann das sein, dass du die Feinde vor dir hergetrieben hast und das Lamentieren ihrer Witwen dir angehört hast und dabei einige Souvenirs abgefallen sind? Zumindest so hört sich das ein bisschen an. In Ordnung. Bitte, geht ihr nur weiter zum Tempel. Findet unsere Mondbischöfin und hindert sie daran, diesen Wahnsinn weiter zu verbreiten. Haduras wird euch dort treffen, sobald er diese in Sicherheit gebracht hat. Ohne dass sie sich in weitere Torheiten stürzen. Ich suche gerade das komplette Zitat. Moment, ich muss es mal kurz. Lamenting. Ach ja. What is best in the life? To crush your enemy, see them driven before you and to hear the lamentation of the woman. Ja, genau das. ja, jetzt hier mal was von der Mondbischöfin. Was weiß, muss man die wissen, wie sieht die aus? Sie zähne. Hell wie die Monde und ebenso schön. Ein Blick genügte, um zu merken, dass Jone und Jode ihre Licht auf sie scheinen ließen. Und der Weg voran durch ihre Spiegelung in ihren Augen erhellt werden würde. Wenn sie sprach, dann war es klug, ihr zuzuhören. Doch jetzt nicht mehr. Es hört sich ein bisschen so an, als hätte er sich in sie verliebt. Ah, das ist vielleicht auch einfach nur Erbietung und Hingabe, was weiß ich schon. Du hast ein Piratenzimmer? Whatever. Und meinst, man kann die nicht zur Vernunft bringen? Das ist schwierig, ne, wenn der Skomakater einmal zuschlägt. Wenn es jemanden in den zwei Monden in Tenmar gibt, der die Wahrheit hinter diesem Wahnsinn sehen könnte, dann wäre es sie. Aber ihre Augen sind von den Visionen des Skomakaters verschleiert. Dieser fürchtet, man wird sie nicht erreichen können, solange er so mit uns spielt. Der Skomakater. Ach, schön, dass er sich hier random in Elsweier niederlässt. Aber ich glaube übrigens nicht, dass es was mit den Monden zu tun hat. Das Auftreten der einzelnen Dädra, also der großen Dädra, müsste ja eigentlich eher was mit der Hauptquest zu tun haben. Dass die ganze Drachenamulett-Geschichte Grenze halt durchschritten wurde. Zumindest war das die Erklärung, wo Shiogura das letzte Mal irgendwo in Grünschatten getroffen haben. Na gut, was machst du jetzt mit der Gabel? Dir die Augen ausstechen? Dieser ist sich nicht sicher. Allein schon ihre Berührung lässt ihn Fell hochwirken. Aber er muss sie auch von anderen fernhalten. Vielleicht wird er sie unter den hockenden Sanden vergraben, wo sie hingehört. Ja, es ist vielleicht ganz gut, wenn du sie entfernst. Es ist das Mindeste, was dieser Hallo, tun kann, um seinesgleichen nicht am Rand des Irrsinns taumeln zu lassen. Haduras wird zurechtkommen. Ganz gleich, wie sehr der die Gabel umwehende Duft von Rindfleisch ihn auch verlocken mag, sie sich in den Mund zu stecken. Oder sonst wohin. Ich hoffe, er ist stark im Glauben. Ja, das Schöne ist, dass Shiogorath bei den Khajiit der Skomakater heißt. Ich meine, gut, Skoma wird wahrscheinlich auch zu sehr interessanten Ideen, aber er hat seinen eigenen Namen. Das ist eigentlich faszinierend. Bevor es Monde oder die Welt gab, gab es Anor und Fadomai. Aus ihrer Einheit entsprangen die Gottkatzen. Einschließlich jener, die Khajiit als Shiogorath kennen. Die schiefschwänzige Katze, die ihren Wahnsinn durch das Skoma mit den Zuckerzähnen teilt. Das ist eine sehr bildliche Beschreibung, aber gut. Und der macht also was mit Wahnsinn. Haduras riecht nicht die kränkliche Süße der Droge an ihnen. So schrecklich dies auch sein mag, flüchtige Skoma-Träume wären besser als dieser alles verschlingende Irrsinn. Auf dieser Seite der Mondbande scheint Shiogorath keinen Zucker zu brauchen, um seine Mondsucht zu teilen. Tja, hilft vielleicht nur ein Gegenpriester. Immerhin haben die allen Mondzucker verbrannt. Das macht die Herstellung von Skoma schon mal schwierig. Was ist die Mondbahn? Das wird uns bestimmt gleich erklären, dass das wahrscheinlich genau das gleiche ist wie die Drachenamuletthülle, dass die Dädra nicht direkt in die Welt eingreifen können. Die Mondbande werden durch Jone und Jodes Licht gebildet, das Nirni von den anderen Gottkatzen trennt und ihre Kinder vor jenen schützt, die uns schaden wollen. Üblicherweise könnte Shiogorath seine irren Gedanken nur durch pervertierten Mondzucker schicken. Ja. Gut, das heißt hier pervertiertes. Ach, guck mal, da ist er wieder. Er steckt uns bestimmt ein Spiel vor, oder? Och, meine Ohren sind heißer als Dagons Hintern. Kommt und kratzt sie mal.
Wir Bonuspunkte kriegen, wenn wir Shigoats Ohren. Ich sehe, ihr habt Gäbelchen getroffen. Er hat schon wieder über mich geredet, nicht wahr? Der ist so eine Drahtstante. Aber man kann das Meeresrauschen hören, wenn man sich ihn ins Ohr steckt. Versucht es doch mal. Das klingt in der Tat nach einer guten Idee. Das sollten wir sofort tun. Ich frage mal gleich nochmal, ob wir die Gabel nochmal zurückkriegen. Was er hier macht, sitzt nämlich an. Was ich da mache? Das Schnurren? Keine Ahnung. Es passiert einfach zu den unpassendsten Zeiten. Wenn ich eine Schale mit Sahne rieche, wenn ich ein dickes Wollknäuel sehe, beim Lecken meines... Augenblick. Ich spüre gerade den dringenden Wunsch, mich zu pflegen. Es muss schon sehr hart sein für einen gestaltwandelnden Gott, sich irgendwie in ein Alphi zu verwandeln. Was, ein Gegenpapst? Das wäre was? Du kannst jederzeit einen Gegenpapst ausrufen, das ist überhaupt kein Problem. Du wirst zwar nicht besonders weit kommen, aber das kannst du auf jeden Fall erstmal machen. Ich rufe den Gegenpapst aus! Es gab, glaube ich, mal eine Zeit, wo es drei Päpste gab, weil die sich beim besten Willen nicht einig waren, die Leute. Na gut, weh zu tun. Sag mal so, bis jetzt ist noch niemand gestorben, ne? Wer sagt denn, dass es nur beim Versuch geblieben ist? Oh, sicher, ihr habt eine Handvoll von ihnen langweiligerweise am Leben gehalten, aber wir hatten einen Riesenspaß am Tempel. Habt ihr mal gehört, dass Katzen immer auf den Füßen landen? Das stimmt sogar. Natürlich sind die Füße dann auf Kopfhöhe, aber warum Schnurrhaare spalten? Ja, schon... Weißt du, wer das ist? Das ist der Skoma-Kater, auch bekannt als Sheogorath, aber anscheinend... Das ist eigentlich interessant, ne? Sheo nimmt die Gestalt an, von dem... Also gewissermaßen unterwirft er sich den Gedanken der Sterblichen, weil er erscheint den Khajiit als Skoma-Kater. Also, ich meine, die nehmen ihn ja nicht mal wahr. Er könnte genauso gut in seinen üblichen Selbst aufmarschieren, aber nein, Sheogorath hat entschieden, dass er hier... Weil die ganzen Völker haben ja, zumindest in ihrer Heimatreligion, immer irgendwie einen leicht anderen Pantheon. Also das ist halt irgendwie mehr oder weniger das Gleiche, weil das wahrscheinlich die logische Konsequenz daraus ist, wenn du wirklich weißt, dass die Götter, beziehungsweise in diesem Fall, naja, die Dämonen existieren, weil es Dedra und Edra halt sind. Die gibt es ja halt wirklich. Demzufolge haben die einzelnen Religionen alle mehr oder weniger das Gleiche. Die Khajiit feiern halt irgendwie die Monde noch mit Jon und Jod und irgendwie haben die Monde auch Macht. Und die Dedra können nicht direkt in die Welt eingreifen, wegen des Drachenpaktes? Irgendwas mit den Drachen, das war eine Hauptstory auf jeden Fall. An sich können die Dedra nicht nur durch Agenten eingreifen, also nur durch Leute, die sie aktiv anbeten, können die irgendwas in der Welt machen und können nicht selber sich manifestieren, geschweige denn irgendwas machen. Da die ganze Geschichte gerade storymäßig geschwächt ist, kann Sheogorath direkt in die Welt der Sterblichen reisen, also halt nach Nirn, und irgendwelche Dinge tun. Ich bin übrigens noch nicht sicher, inwiefern Dedra omnipräsent sind oder ob die tatsächlich in Fokuspunkt sind. Also musst du ja das... Prinzipiell kannst du dir Dedra vorstellen, also das ist nur die Manifestation von Sheogorath. Weil Sheogorath selbst ist ja mehr so eine Machtwolke, also der hat... Das ist so, wie wenn du unter Wasser bist und du siehst halt, wie irgendwelche Finger durch das Wasser eintauchen. Das hier ist quasi nur ein Finger. Ich bin mir nicht sicher, ob Sheogorath mehrere Instanzen gleichzeitig haben kann. Weil, also du siehst auf jeden Fall nicht den Gott selber oder den Dedra. Also, das, ne, so viel dazu. Auf jeden Fall, Was? Gegen Papst ablegen? Was? Du hast den Meteor vergnügen sehen? Ging schnell? Oh. Ich hoffe, du hast dir was gewünscht. So, wie dem auch sei. Ja, genau. Wir sagen jetzt auf jeden Fall den Demigod, dass er damit aufhören soll, hier irgendwelche Leute zu verfluchen, ohne irgendwie eine Armee hinter uns zu haben. Aufhören? Aufhören! Aber wir kommen doch gerade zum besten Teil. Ich glaube, wir haben den Dreh jetzt raus. Der letzte ist nochmal richtig gut abgeprallt, bevor er wie eine reife Tomate geplatzt ist. Oh, ich glaube, die Mondbischöfin probiert es gleich mal. Das will ich nicht verpassen. Also er hat Leute dazu gebracht. Beeilt euch, sonst verpasst ihr die Show! Er hat Leute davon gebracht, vom Tempel zu springen. Wie hoch ist denn dieser Tempel? Oh. Das sieht jetzt nicht so überlebbar aus. Was ist das für ein Vogel? Ich glaube, wir brauchen einen Priester. Also kein Mondpriester. Oh, guck mal, eine Springmaus. Oh, sie ist weg. Ach, Menno. Ja. Hab ich noch gegen irgendwie man kämpfen muss? Gibt's hier noch welche Texte? In der Tat, also es gibt einen Text, aber nichts mit der Relasu. Ja, Sizena, zeigt uns den Weg. Ach, das Mondbischöfin für Sizena. Kann ich die retten? Oh, sind da doch welche zu Schaden gekommen. Wanderin, ihr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ihr werdet Zeugin unserer Rettung. Kann ich ein magisches Trampolin zaubern?
Mondbischöfin Sizena sagte, dass sie mit Kenarti auffahren muss, um den Drachen zu entkommen. Wahre Katzen werden die Sande hinter den Sternen erreichen, indem sie zwischen die zwei Monde treten. Wir haben den Pfad noch nicht gefunden, aber jetzt wird unsere Prophetin uns den Weg zeigen. Also, ich weiß nicht, inwiefern das Selbstmord sanktioniert ist bei der ganzen Geschichte. Deswegen so die große Falle. Ich bin übrigens, das ist ja in den landläufigen Religionen ist der Selbstmord immer sehr verpönt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das am Anfang nicht so war. Dass im Entstehen der Religion die Leute darüber nicht nachgedacht haben. Also wie so wirklich so Gesetzestexten. Die haben dann halt das Himmelreich versprochen, dass da das und das passiert. Und ich bin mir sicher, dass die Fanatiker oder die Fanatikerin, Leute, die ein bisschen mehr fanatisch sind, die logische Konsequenz gezogen haben und Selbstmord begangen haben, reihenweise, um den Weg abzukürzen. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass es genauso gelaufen ist. Und deswegen den Priestern, die eigentlich nur die Leute ausnutzen wollten, um an Macht zu kommen, ganz schnell angefangen haben, Selbstmord zu verpönen. Weil das ist eigentlich der logische Weg, oder? Wenn du zu den Göttern, wenn du die anpümmelst und zu denen aufsteigen willst, weil die halt das im Himmelreich verspringen, dann nirgendwo gesagt und da kannst du das auch nicht abkürzen, wärst du eigentlich total logisch, dich für deinen Gott zu opfern und Selbstmord zu begehen, weil dann bist du ja sofort da. Kannst du dieses ganze Hingabeleben sparen. Wenn natürlich keine Regel erlassen wird, dass du dich erstes ein ganzes Leben investieren sollst. Naja, ich muss irgendwie aufhalten. Das ruft jemand die Feuerwehr? Bei Katzen sowieso üblich, oder nicht? Hab Vertrauen! Jone und Jode strahlen der Mondbischöfin wie Leuchtfeuer. Sie wird uns alle zur Erlösung führen und ihr könnt euch uns anschließen, Wanderin. Klappt nicht. Ich steige am nächsten Wegschrein wieder auf, wenn ich das versuche. Ich hab's versucht. Unter anderem, weil ich für diesen Skip in... Moment, wenn ich den Ort spontan wiederfinde. Es gibt in, ich glaube, Sturmhafen, gibt es nahe der Hauptstadt, gibt es einen Aussichtspunkt, den man entdecken kann. Es gibt ein Archivment, genau, voll auf die Nase. Gibt es ein Archivment dafür, von diesem Ding runterzuspringen. Das ist die Nase des Riesen, glaube ich, heißt das Ding. Der trauernde Gigant, das ist so ein Steinschatten, die ein bisschen aussieht wie ein Riese. Man kann das tatsächlich runterspringen. Es gibt ein Archivment dafür. Das habe ich gemacht. Ich bin auch tatsächlich gestorben. Das Problem ist, ich laufe halt immer noch rum, weil ich offensichtlich sterben funktioniert für mich einfach nicht. Ob muss ich jetzt noch mehr Leute töten? Ah ne, ist aber nur ein anderer Spieler. Die vielleicht doch den Skroma gefrönt haben? Erlösung? Ja. Ich bin bis jetzt sehr beeindruckt. Oh, ich habe, glaube ich, gerade jemanden springen hören. Kommen wir zu spät? Sprecht mir um. Oh, nee. Es ist so hoch. Kenarti, bitte leiht dieser eure Flügel. Sie scheint ja nicht noch ganz vernünftig zu sein, oder? Es geht ja direkt noch.